Hallo, da sind wir wieder. Das nächste Wochenende steht vor der Tür. Und wie sollte es in der Weihnachtszeit anders sein? Stellen wir euch heute mal wieder einen Ort vor, in dem es einen besonderen Weihnachtsmarkt gibt. Wir befinden uns heute in Zons. Zons liegt am Rhein zwischen Köln und Düsseldorf und hat ein wunderbar mittelalterliches Ambiente. Hier nochmal eine kurze Übersicht, was es alles zu entdecken gibt. Hier hinter der Baumreihe liegt der Rhein. Hier haben wir einmal die komplette Wallanlage mit der alten Stadtmauer. Es gibt den Mühlenturm, der wirklich einzigartig ist in seiner Art. Es gibt verschiedene andere Türme zu entdecken, die auch das ein oder andere Museum beherbergen. Und die komplette Schlossanlage inklusive der Freilichtbühne, wo dann die Märchenfestspiele alljährlich stattfinden, aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden, für Konzerte oder ähnliches. Schaut einfach mal auf die Homepage der Stadt Zons, dort gibt es die Veranstaltungen zu sehen. Wir zeigen euch jetzt mal, bevor es jetzt hier wirklich gleich losgeht, was es noch so im Hellen zu sehen gibt. Wie es im Dunkeln aussieht, zeige ich euch an der Stelle, weil wir sind gestern Abend schon mal im Dunkeln spazieren gegangen und haben gedacht, bevor die ganzen Besucher kommen, zeigen wir euch mal dieses wunderschöne Weihnachtsambiente ohne der ganzen Menschenmasse, die heute hier sein wird. Mats ab! Wo läufst du denn hin? Oh, ich hier wieder zum Wohnmobil. Da geht's rund. Da geht's rund. Guck mal, da geht der Nachtwächter. Oh, sind wir aber spät dran. So spät. Lebende Krippe zu uns. Oh, der Esel ist schon da. Hm. Ja. Gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, wo die alle hingelaufen sind. Ne? Der Parkplatz ist gerappelt voll und du siehst hier niemanden. Zons ist bekannt für sein mittelalterliches Ambiente, habe ich euch ja eben schon gesagt. Und als ich Kind war, war für mich immer ein Traum, hier an den Märchenfestspielen einmal dabei zu sein. Nicht als Hexe, nicht als Prinzessin, nur als Zuschauer. Das hätte gereicht. Und ja, so ein bisschen Kind ist ja in mir stecken geblieben. Deshalb sind wir heute hier, weil es heute, das hat nichts mit meiner Körpergröße zu tun, weil heute hier der 6. Nikolausmarkt stattfindet. Wir wollen euch aber, bevor der Trubel gleich losgeht, das ein oder andere noch zeigen, was Zons noch zu bieten hat und auch so einen kleinen Ausflug einfach ohne irgendeinen Event interessant macht und sehenswert. Rund um Zons gibt es den Wallgraben. Ihr könnt doch wunderschön einmal an der alten Stadtmauer entlang spazieren gehen und den Ort umrunden. Ich muss Foto machen. Sehr viele kleine Lokale, aber leider auch einige, aus welchem Grund auch immer, die aufgegeben haben. Naja, kommst du von hier nicht rein? Kommst du wirklich nur vom Schlosshof rein? Früher kamst du irgendwie von hier rein. Hier sind wir an der Freilichtbühne, wo die Märchenfestspiele immer aufgeführt werden. Und heute gibt es hier auch etwas zu sehen. Hier wird heute die lebende Krippe aufgeführt. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr. Müssen wir gleich noch mal gucken. Wir fahren ja noch mal Richtung Touristinformation. Dann gucken wir mal. Und als Kind wollte ich hier immer mal Dornröschen gucken, weil die Kulisse einfach schön ist. Aber hat irgendwie nie
sollen sein. Dafür war ich als großes Kind auf meinem Märchenschloss. Wie heißt es damals? Neuschwanstein. Wie ihr in einem unserer Videos von diesem Jahr gesehen habt. Ist es wirklich, ich weiß gar nicht, ob es der einzige ist, aber mega selten in Deutschland. Fahren wir auch noch mal von der anderen Seite dran. Wir treiben so das Saudolddorf. Ja, das war 1577, gab es hier zwischen den Erzbischöfen Köln und Zonsen eine Schweinefehde. Und zur Erinnerung daran, dass Zons gewonnen hat, wurde dieser Schweinebrunnen geschaffen. Es kommt aber kein Wasser, wenn man den am Schwanz zieht. Nee. Aber ich stehe mitten im Schwein, das ist auch selten. Ja. Ohne mich dreckig zu machen. Naja, für mich trifft. Ich bin hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also, und das von hier. Guck mal hier. Ja. Ich hab den Dreck wieder bis in die Knie. Ja. Soll ich jetzt sagen, du passt hier dazu? Ich bin ein Kleidschwein. Unmittelbar hinter dem Stellplatz habt ihr die Rheinfähre. Hier könnt ihr mit dem Auto oder auch mit dem Wohnmobil, weil LKWs ab 10 Tonnen sind auch möglich, oder auch nur mit eurem Fahrrad oder zu Fuß übersetzen nach Benrad. Das seid ihr dann auch schon in der Nähe von Düsseldorf. Ansonsten geht es hier in 8,5 Kilometer Richtung Köln. Da seid ihr dann in Köln-Worringen, beziehungsweise in die andere Richtung sind es 14 Kilometer bis Neuss. Hier am Rheinuferradweg könnt ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Kilometer abstrampeln. Ansonsten gibt es auch das Lokal zur Rheinfähre. War früher einmal ein Magnet als Ausflugslokal. Wir haben jetzt Samstagmorgen 11 Uhr, da ist noch nichts los, aber letztes Jahr, als wir hier vorbeigefahren sind, war es auch im Februar richtig voll sonntags. Also von daher, in 2 Stunden soll es regnen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Strecke machen und dann gehen wir zum Weihnachtsmarkt. Mal gucken, was wir euch noch so zeigen. Auf jeden Fall den Weihnachtsmarkt. Wir haben nämlich schon gesehen, Glühwein 2 Euro. Das heißt, Prost. Das wird ein lustiger Nachmittag. Bis gleich. Der Niklausmarkt hat jetzt geöffnet. Paratour ist ein bisschen knapper ausgefallen, als wir gehofft haben. Es regnet und jetzt hoffen wir, dass das der guten Laune hier nichts abkann. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Kommt mit! Die erste Ente war Anlass, dass wir unseren Kanal, dass wir unseren YouTube-Kanal nämlich Stadtmobil genannt haben, weil wir überall die Enten stehen hatten. Ja, und ihr müsst ja noch feste Pusten. Ihr habt die Aktion mit dem Pusten ja noch nicht gehabt. Wann waren wir hier? Im Februar war es das letzte Mal hier. Sie haben guten Vorrat an Enten. Ja, ja. Aber da musste ich schon passen, weil ich echt keine mehr unterkriege. Ne? Ich habe die auch zu Hause schon auf dem Schrank stehen, weil wir von jeder Reise mal eine mitbringen. Aber die haben wir nicht gesehen. Aber die habe ich echt noch nicht gesehen. Die haben bestimmt noch einen Platz. Ja, wir sind ja noch einen Moment hier. Genau.
muss. Aber so schöne wie bei uns gibt es hier nicht. Und vor allen Dingen, Sie müssen sich das so vorstellen, alles was hier eingenommen ist, ist für die Tiere. Ja. Das andere ist, das ist für irgendjemanden Geschäft. Also alle Damen, die hier stehen, ja, das sind so viele Frauen, die wirklich hier aktiv sind, die Herz in dieses Projekt stecken. Das kann man gar nicht beschreiben. Und alles, was wir hier machen, ist wirklich für die Tiere. Mhm. Ob es die Kekse sind, ob es andere Sachen gebastelt sind. Der Winzer sind, hat sogar... Oh. Ob man die Zeit hier verbringt. Mhm. Also das ist hier der Stand, der wirklich zu 100% für die Tiere ist. Genau. Erzählen Sie gleich allen, der beste Stand ever überhaupt. Und überhaupt. Das und kommt jetzt ins Netz, ne? Also ja, gerne. Von daher ist alles festgehalten. Danke. Und die Ente nehme ich jetzt direkt mit. Komm, ich habe keinen Rucksack. Super. Ja, das ist schön. Hier bei uns ist man auch, man ist wirklich, wenn man uns besucht, mittendrin. Also man ist ja auf der Weide. Schön. Danke. Und wir bieten hier auch verschiedene Sachen an. Man kann bei uns sogar auch mithelfen. Also wir sind da ja total offen für tausend Sachen. Ja. Dann auf jeden Fall noch viel Erfolg für Ihr Projekt. Machen Sie gerne ein bisschen Werbung. Mache ich gerne. Also wir werden den Link auf jeden Fall unter das Video setzen. Naja. Mundartarchiv. Was können Sie denn empfehlen? Ja, Eierlikör. Ja. Statt einer mit Kirsch. Okay. Jetzt sag nicht, ich gehe nur auf den Weihnachtsmarkt, um die Eierlikör zu essen. Aber sicher. Da ist die Auerstation. Das ist der Pranger da. Idee ist gut. Das Wetter hält uns ab, gleich die lebende Krippe, das Schauspiel auf der Freilichtbühne um 16 Uhr oder was, 17 Uhr beizuwohnen. Heute Abend soll es noch Live-Musik geben mit einem Sänger, der hier Lieder covert. Aber bei dem Wetter, wir haben beschlossen, wir brechen an der Stelle ab, fahren nach Hause. Der Markt bietet jetzt auch nicht so viel, dass du dich da länger aufhalten kannst. Es wird windig, hier kippen die ein oder anderen Zelte schon um und ist ganz nett, ist eine Idee, wenn man nichts anderes vorhat. Ist kein Vergleich mit Walbeck oder Schloss Merode bei uns in der Nähe, wäre auch noch eine Idee. Und wir sagen mal, wir haben noch nie ein Wochenende an einem Samstag abgebrochen. Wir haben Premiere. Wir fahren nämlich jetzt Samstagnachmittag 14 Uhr nach Hause. Wir hoffen, es enttäuscht euch nicht sehr, wenn das Video sehr kurz wird. Bleibt dran, wir versuchen nächste Woche wieder ein anderes Ziel zu erreichen, das uns mehr bietet. Ansonsten für einen Sonntagnachmittagsspaziergang ist zu uns immer eine Reise wert. Vielleicht auch für einen Tag in der Woche, aber für heute in dem Wetter macht es keinen Spaß. Deshalb fahren wir nach Hause und machen einen aufs Sofa. Macht's gut. Ciao. Ciao.